1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, die ein bisschen kürzer ist durch den Feiertag am Donnerstag. Aber schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Wir können über alles reden, über das ihr gerne mit mir sprechen möchtet. Ich möchte unter anderem aber auch sehr gerne mit euch sprechen über den Grand Prix. Wie habt ihr diesen Abend erlebt? Wie habt ihr Max erlebt? Was sagt ihr zu den Siegertiteln oder zu dem Siegertitel? Wie findet ihr den 8. Platz für Max? Und so weiter und so weiter. Also, ich möchte gerne mit euch über den Grand Prix plaudern. Natürlich können wir auch über alle anderen Themen reden, die euch auf den Nägeln brennen. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Erster Anruf heute Nacht ist Jens und Jens ist 37. Ja, hallo Domian. Hallo Jens, dein Thema. Ja, also ich wollte über den European Song Contest sprechen. Es geht gleich los. Ja, ja. Und zwar geht das um den Max. Also ich sag mal so, dieser Platz ist eigentlich mehr als recht halt. Eigentlich hätte er noch weiter hinten liegen müssen in meinen Augen. Wie bitte? Ja. Du sitzt hier vor einem Max-Fan. Ja, das ist vielleicht bei dir so, bei mir nicht. Warum? Ist das, weiß nicht. Ich bin empört. Also ich finde, das ist mehr so, der hat so versucht oder sieht immer so aus, als ob er versucht, Phil Collins nachzumachen. Ach. Irgendwie. Und ich weiß nicht, also da kann ist Phil Collins, ein ganzes Stück von weg halt. Kann oder? Phil Collins so gut singen? Ich finde, nein. Also besser. Besser findest du? Ja. Ich finde viel schlechter. Den Song würde Phil Collins nie so hinkriegen wie Max. Niemals. Ja, den Song vielleicht nicht, aber tut mir leid, also ich fand den ganzen Mega-Hype von, also der vorher war über... Und das alles drumherum halt, die haben den hochgehoben in den Himmel halt und ich fand diesen Song von vornherein irgendwie nicht so prickelnd. Und als ich dann den 10. Starttitel gehört habe, also sprich die Ruslana hieß die, ne? Sag mal, die Ukraine, das war für mich sofort klar, das wird die Siegerin halt. Ne? Echt? Und die fandst du auch gut? Ja, ich habe sie auch gewählt. Das ist doch keine Musik. Das ist ja. Doch eigentlich nur Rumgetanze, Turnen und musikalisch Dünnpfiff, oder? Also ich sag mal so, also mich hat's mitgerissen und ich fand's irgendwie, also ja, zum Mitgehen praktisch halt, da konnte ich weiß nicht, das war einfach irgendwie Schwung drin halt, ne? Und also da hast du niedrige Ansprüche an Musik, oder? Was heißt niedrige Ansprüche? Also ich sag mal, ich mag eigentlich sehr breit gefächert ja. Musik halt, aber ja. Vor allen Dingen mag ich es auf gar keinen Fall, wenn man dann so No-Names wie den Max, der ja nun eigentlich ein No-Name ist noch oder war bis vor kurzem. Ja, Moment, er war Nummer. Er war Nummer 1. Die noch gar nichts erarbeitet haben und die noch gar nicht wissen, stopp. Was es ist. Ne? Stopp. Er war Nummer 1 in Deutschland. Mag ja sein, für mich nicht. Ja gut, aber das muss man erstmal nachmachen. Ne? Das ist ja, ich sag mal, das ist auf dem Medienrummel begründet. Ja, ich sag mal so, der hat sich das ja nicht erarbeitet. Das ist einfach gepusht worden ohne Ende. Und nein. Die Teenies nun mal sind, die lassen sich leicht beeinflussen. Ja gut, ne? Das ist jetzt Publikumsbeschimpfung. Die Leute haben das gekauft und die Leute haben für ihn gewählt. Da muss man auch schon die Leute respektieren, finde ich. Und nicht sagen, naja gut, das ist jetzt so ein Medienhype. Ja. Also das ist ja schon eine Leistung, wenn jemand aus dem Nichts kommend über so eine Castingshow Nummer 1 in Deutschland und soweit ich informiert bin, auch Nummer 1 in Österreich war. Das ist schon eine Leistung. Auch wenn man es nicht gut findet, muss man das anerkennen. Okay, also, insofern hast du vielleicht ein bisschen recht, ja. Aber ich weiß nicht, also vieles ist aber darauf begründet und ich denke früher, als das mit diesen ganzen Castings und etc. noch nicht so war, als die Bands sich hocharbeiten mussten. Da hatten wir Lou. Da hatten wir Lou. Kennst du noch Lou? Lou Vega? Nein, nicht Lou Vega, sondern Lou, die letztes Jahr aus dem Stall von Ralf Siegel kommend für Deutschland gesungen hat. Siehst du, die kennst du gar nicht. Nein. Ja, siehst du. Nee. Und die war wahrscheinlich auch nicht so prickelnd. Überhaupt nicht zu vergleichen. Ja. Also, du zählst, glaube ich, zu einer Minderheit, die Max nicht mögen. Aber wir sind ja eine Demokratie und ihr dürft ja aussprechen. Eben. So. Eben. Also, ich sag mal so, meine Meinung ist, zu Recht hat die Ruslana gewonnen und der 8. Platz, der ist also auch ausreichend, sag ich mal so. Aha.
So, jetzt wallen natürlich die Emotionen, nicht nur bei mir, sondern wahrscheinlich bei vielen anderen, die jetzt zugehört haben und denken, was ist denn das für eine Nase, der Jens, was redet der denn? Ja. Also ihr habt die Möglichkeit auch anzurufen und zu reden, genauso wie Jens gerade. Gut. Und ich bin mal gespannt, was noch gesagt wird heute Nacht. Dankeschön. Okay, tschüss Jens. Okay, Domian. Schönen tschüss. Abend noch, ne? Jo. Tschüss. 0800 220 50 50, die Telefonnummer. Die Faxnummer 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Sabrina, 38. Jo, ich bin's. Jo. Aber diese Nase, der spinnt ja wohl. Unser Max war der Beste von allen. Oder nicht? Ja, Sabrina, mir musst du es nicht sagen. Ja, also ganz toll. Aber ganz ehrlich, also ich finde wirklich, also gut, das ist jetzt auch eine Geschmacksfrage. Er war auch der Beste. Er war der Beste. Er war der Beste. Wie der alleine aufgestanden ist und dann richtig so, oh, also, klasse. Ich bin gar kein Grand Prix-Fan. Ich gucke das nicht. Ich habe das nur wegen dem geguckt. Ja, ich glaube, das ist vielen Leuten so gegangen. Die ARD, die da gewonnen hat, ja, so halt nackig auf der Bühne, klar. Das keine ja. Kunst. Nee. Genghis Khan-mäßig, ne? Lederrock an, schön nackig, ein bisschen ja. Feuer sprühen und turnen auf der Bühne. Ja. Das ist doch keine Musik. Das, ist doch kein, das kein kann Erfolg. Ich auch. Ja. Nicht? Also ich fand die, also unser Max war der Beste von allen. Ich hab vorm Fernseher gesessen, ich hätte fast weinen können. Er hat dieses Lied, ich habe das schon oft gehört, ich habe es auf CD, ich habe es gesehen, aber er hat das Lied da so mit diesen Emotionen so gesungen. Ha! Weißt du, was ich ein bisschen schade fand? Es ist irgendetwas mit der Technik nicht in Ordnung gewesen. Ich finde, dass die Musik zu laut war und seine Stimme zu weit im Hintergrund war. Wir alle kennen seine Stimme. Ich glaube, dass die Leute in Europa, die ihn noch nicht kannten, gar nicht die Chance bekommen haben durch diese Mischung. Ich weiß nicht, was es war. Diese Gänsehaut. Ich glaub, den konnten die nicht kriegen. Ja, das glaube ich. Wer daran schuld ist, weiß ich nicht. Aber ich hatte sofort den Eindruck, als er anfing zu singen, Mensch, ich höre gar nicht die Stimme richtig so präsent, wie ich sie sonst immer im Fernsehen höre. Aber er war der Beste. Er war der Beste. Ja. Er war der Beste. Auch wenn man die Stimme besser hätte hören können, die hätten uns nicht die Punkte gegeben, die anderen. Warum geben die uns keine Punkte? Weil die bescheuert sind. Mann. Weil die bescheuert sind, weil die keine Ahnung haben. Die schanzen sich gegenseitig, diese Ostländer sich was zu, dann die skandinavischen Länder geben sich immer die Punkte, Monaco gibt Frankreich die Punkte. Richtig. Ist doch Wahnsinn. Ja. Und dann, das ärgert mich auch immer, deswegen gucke ich das eigentlich auch gar nicht mehr. Ja. Weil, und dann, was du eben sagtest, diese Lou letztes Jahr, das war ja wohl, ich meine, dass Witz. Sie keine Punkte gekriegt hat, das war ja wohl richtig, Witz. Ne? Und ich habe mich sehr gefreut, dass Ralf Siegel mit seinem Malta-Lied, was ja grottig war, ne? Mhm. Malta war grottig, fand ich. Ja, scheiße. Ja, kann man auch sagen, dass er sehr weit hinten irgendwo war. Ne? Ach, das ist doch sowieso, der ist doch sowieso bekloppt mit seiner komischen Gerlinde oder wie heißt diese Frau, die er da hat, diese Siegel. Ja, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Ja, oder nein, es ist irgendwie eine tragische Gestalt, finde ich, dass er einfach nicht sagen kann, ich höre auf damit, ne? Ja, nee, das geht nicht, das geht nicht. Der wahrscheinlich kurz vorher, da muss er das immer wieder, ja, weiß ich auch nicht. Aber darüber will ich mit dir gar nicht reden. Oh, ach, du hast auch noch ein eigenes Thema. Ja. Und zwar, ich habe totale Scheiße gebaut, Domian. Sabrina, erzähl, was ist los? Ich habe auf diese 0800-Nummer angerufen, ne? Ja. Da habe ich einen Mann kennengelernt vor 2,5 Jahren. Ja. Den habe ich noch nie gesehen. Ja. Der hat sich so in mich verliebt, aber ich habe ihm gesagt, dass ich eine ganz andere Frau bin. Ne? Moment, vor 2,5 Jahren ist das passiert? Ja. Ja. Und dann habe ich erzählt, dass ich eine ganz, ganz andere Frau bin. Also gar nicht, wie ich aussehe, was ich bin, wer ich bin und so nichts. Und ich habe den noch nie gesehen. Und der mich dann natürlich auch nicht, klar. Und Das heißt, ihr telefoniert nur seit 2,5 Jahren? Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Und, jeden Tag bis zu 10 Mal. Wie hast du dich verkauft? Habe ihm gesagt, dass ich habe einen Katalog genommen und habe gesagt, dass ich so eine Frau aus dem Katalog bin. Ganz schick, mit dunklen Locken, lange Haare, braun gebrannt, super schön. Falschen Namen, habe ich gesagt. Größe? Und 1,60, 43 Kilo schwer. Richtig schick, ne? Also ein Model, ne? Quasi. Ja, genau, ein Model. Mhm. Und Alter, wie alt hast du dich gemacht? Ja, 10 Jahre jünger, ne? 28. Mhm. Wie sieht denn unsere Sabrina wirklich aus? Also ich bin 38. Ja?
bin auch 1,60 und wiege 70 Kilo. Ja. Kleiner Unterschied. Ja, und bin auch braun gebrannt, aber ich sehe nicht schlecht aus. Ich sehe nicht grottenschlecht jetzt aus. Das ist es gar nicht. Nee, aber schon anders als... Ich bin zweimal schon verheiratet gewesen. Ich habe mich dann damals von meinem Mann getrennt. Und dann habe ich da einfach so mal aus Bock angerufen. Und da war er dran und die Stimme war so toll. Und dann habe ich gedacht, machst du das mal, nicht? Dann erzählst du. So, jetzt geht die ganze Sache 2,5 Jahre. Ja, und weißt du, was der gemacht hat? Nee. Der hat mir ein Auto gekauft. Wie bitte? Wie bitte? Der hat mir mindestens bis jetzt zwischen 40.000 und 50.000 Euro überwiesen. Ich fasse es nicht. Ja, ich auch nicht. Der hat ein Auto, was hat der dir für ein Auto gekauft? Ja, so ein Kleinwagen, nicht? Was für eine Marke? Das sage ich jetzt nicht. Das ist mir alles zu peinlich, wenn mich jemand hört, ey. Und ich habe mich jetzt auch so in ihn verliebt und ich will ihn jetzt sehen und ich weiß nicht, wie ich aus dieser Sache wieder rauskommen soll. Sabrina. So, jetzt kommst du. Ja, jetzt komme ich. Ich muss auch noch ein bisschen fragen. Wieso hat der denn noch nie Druck gemacht, dich zu sehen? Hat er ja. Dann habe ich ja Krankheiten vorgeschoben, dass ich ganz doll krank bin und so und dass ich ihn nicht sehen will, weil ich so doll krank bin. Ich wollte eigentlich so jetzt so ableben und ihm sagen, dass ich sterben werde und so, weil ich weiß nicht mehr, wie ich da rauskommen soll. Ich weiß es nicht. Jetzt nochmal den Geldbetrag. Ungefähr 50.000 Euro hat er in dich, hat er dir geschenkt und dir zukommen das lassen. Ist einfach so, ohne Einschreiben. Ich brauchte nicht unterschreiben, gar nichts. Ist er denn, hat er so viel Kohle? Ja. Hat er. Hat er. Mhm. Wohnt er weit weg von dir? Ja. Ja. Hast ich du in Norddeutschland, der in Süddeutschland. Hast du ein Bild von ihm? Ja, der sieht ganz niedlich aus. Das heißt, er würde dir gefallen? Oh, total. Oh. Und du hast ihm irgend so ein Modelbild geschickt? Ja. Das habe ich aus dem Internet rausgezogen. Und Sabrina, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Was mache ich jetzt? Ja, du hast einen Menschen, das ist fast schon so ein bisschen wie Heiratsschwindel, was du da machst. Ich weiß, ne? Das ist es ja, da habe ich ja auch solche Angst vor. Und ich will ihm das jetzt sagen, weil er hat gesagt, das ist mir scheißegal, wie du aussiehst, sagt er, alleine deine Stimme, die ist so schön. Wie hast du denn schon eine Andeutung gemacht, dass er so reagieren konnte? Ich habe ihm das vor einem Jahr versucht zu erklären, da habe ich ihm das gesagt. Du, ich bin das gar nicht. Ach so. Und da hat er so geweint und so. Und dann habe ich am nächsten Tag gesagt, du, ich wollte nur mal hören, wie du darauf reagierst, weil er so traurig war, ne? Ja. Aber wieso weint er, wenn er gleichzeitig sagt, es ist mir völlig egal, wie du aussiehst? Ja, ich weiß es nicht. Aber er ist jetzt ein bisschen vorgewarnt, glaube ich. Ich möchte ihm das doch so gerne sagen. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Scheiße rauskomme. Also wir vergessen auf jeden Fall jetzt schon mal diese Nummer hier von wegen, du stirbst und so. Nein, das mache ich auch so nicht. So feige. Er hat ja zu mir gesagt, wenn ich sterbe, geht er mit. Ja, ja. Jetzt stell dir mal vor, der macht das. Ja, ja, ja. Da habe ich noch einen Mord auf dem Gesicht. Ja. Nein, also so feige darfst du dich auch nicht davon machen. Nein. Jetzt muss ich aber noch mal fragen, bevor wir jetzt weiter einsteigen in die Problemlösung. Was für ein Teufel dich da geritten hat, das so zu machen? Ich weiß nicht, das war so. Ich war alleine, mein Mann, der ist ausgezogen. Mhm. Ne? Mhm. Und ich habe 3 Kinder und dann habe ich abends so alleine gesessen mit einer Freundin und dann haben wir da auf dieser blöden Hotline angerufen und dann habe ich... Ja, den Anfang ist mir schon klar, aber dass du dann nicht früher die Notbremse gezogen hast. Ich wollte das ja, aber da war er so fertig und so, hat er gesagt, nee, du bist schon die du gesagt hast. Und ich dann so nächsten Tag habe ich ja gesagt, da hätte ich einfach bald bleiben müssen. Gut, aber du hast, dieses hast du ja erst vor einem Jahr, eben so testweise. Ja, oder ein halbes Jahr, so, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, Sabrina, was bleibt dir anderes übrig, als wirklich die absolut, absolut knallharte Ehrlichkeitsschiene zu fahren? Mhm. Es bleibt dir gar nichts anderes übrig. Auch mit dem ich hoffe, dass du das ganze Geld nicht verprasst hast. Doch. Ja. Das muss ich ihm wiedergeben, ne? Das musst du. Also wenn er jetzt, nehmen wir mal an, er reagiert jetzt sehr beleidigt. Der kann mich ja anzeigen, da gehe ich nicht Knast für. Ja, also wenn er jetzt richtig, das ist ein bisschen kompliziert, aber egal. Wenn er jetzt sehr böse reagiert, dann müsstest du ihm das zurückzahlen, das finde ich auch. Das Angebot musst du ihm machen. Du musst jetzt, ich meine, jetzt musst du völlig offensiv sein, finde ich. Jetzt, da gibt es keine Trickserei mehr, gar nichts. Sag ihm am Telefon nochmal, dass du ihn belogen hast. Versuch es zu erklären, wie auch immer. Das kannst du gar nicht richtig erklären, ne? Das ist deine Feigheit gewesen, ne? Ja,
und ich kam da nicht mehr raus. Und dann meinen Eltern habe ich Bilder von ihm gezeigt. Das dürfte einer gestandenen 38-jährigen Frau nicht passieren. Nein. Ne? Das ist wirklich Kinderei, was du da betrieben hast. So, ja, ich habe mich da reingesteigert irgendwie. Völlig offensiv jetzt sein. Und wenn er es nicht glauben will, dann sagst du, pass auf, dann werden wir beide uns jetzt nächstes Wochenende oder das Wochenende treffen wir uns. Das habe ich ja gesagt. Ich habe ja gesagt, dass er Freitag kommen soll. Ich habe es doch gesagt. Und jetzt drehe ich durch, weil ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt da stehe und er kommt. Das habe ich ja gesagt. Ja, dann bist du ja schon viel weiter, als wir jetzt gerade beraten haben. Ja, das ist aber stell dir mal vor, der steht vor mir. Und ich habe gesagt, ich habe lange, dunkle Locken. Ich habe blonde, kurze Haare. Na gut, aber das kannst du ja ein bisschen abfedern. Du wirst ja mit ihm nochmal telefonieren vorher. Indem du es nochmal klar sagst, was los ist mit dir. Ja. Und na gut, wenn du das schon eingefädelt hast, dass ihr euch seht, dann ist es ja gut. Und dann musst du jetzt der kommt Freitag um 17 Uhr zu mir. So, und wir beide telefonieren Freitagabend nochmal? Ja. Wenn er da ist, wenn es nicht stört. Dann ist er bei mir. Ja, das versuchen wir nochmal. Du, ich dreh durch. Und vielleicht kann ich da mit ihm auch nochmal reden. Oh ja, mach das bitte. Ne? Also, meine Redaktion... Und sag, weißt du, ich habe mich ja auch so in den verliebt, weil das ist der liebste Mensch auf der ganzen Welt. Ja gut, das ist mir schon klar. Der hat dich auch toll in den Himmel gehoben. Nein, das ist nicht das Wichtige gewesen. Ich war wirklich am Ende, so finanziell und so. Das war aber nicht für mich das Wichtigste. So, Sabrina. Hat mir zwar geholfen, ne? Wir vereinbaren, dass wir Freitagabend, wenn es irgendwie geht, telefonieren. Ja. Das heißt, meine Redaktion wird dich gleich nochmal anrufen und die Einzelheiten wegen der Zeit und so besprechen. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Ich auch. Hoffe, dass es gut geht. Und wenn es nicht gut geht, werden wir drüber reden. Du, aber warte mal noch ganz kurz, einen Moment noch. Wenn er mich jetzt anzeigt, meinst du, ich gehe dann in den Knast dafür? Ich kann da keine Rechtsberatung mal weisen. Nein, du sollst doch keine ich habe da so einen Schiss vor. Ja, wollen wir mal nicht das Schlimmste befürchten. Ich bin auch kein Monster oder so. Der sieht jetzt nicht so eine grottenhässliche Frau vor sich, nein. Jetzt machen wir Schluss. Wir rufen dich nochmal an wegen der Absprache wegen Freitag und dann reden wir Freitag nochmal, okay? Ja. Wir drücken die Daumen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Monika, 50 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Dorian. Hallo Monika. Dein Thema. Ja, also wie gesagt, ich bin 50 Jahre, bin vierfache Großmutter und war am Samstag das erste Mal in meinem Leben in so einem Zwingerclub. Oh, das erste Mal in deinem Leben im Zwingerclub? Ja. Die Oma war im Zwingerclub? Ja. Mensch, du bist vierfache Oma mit 50 schon. Ist ja schon keine schlechte Leistung deiner Nachkommen. Ne? Ja. So, mit wem warst du im Swingerclub? Mit einem guten Bekannten. Bist du noch in einer Beziehung oder bist du solo? Ich war 28 Jahre verheiratet, bin aber seit 4 Jahren Witwe. Ja. Und das ist ja schon mehr wie ein guter Bekannter. Also mein Freund ist es nicht, aber es ist ein Freund. Wir treffen uns ab und zu, wir haben eine lose, lockere Beziehung, machen uns mal einen schönen Abend und sagen dann wieder Tschüss. Also Affäre auch, ihr habt auch Sex miteinander. Ja. Und mit ihm bist du jetzt in den Swingerclub gegangen? Ja, der hat öfter schon mal davon erzählt und da habe ich gesagt, komm, lass uns mal fahren. Und dann rief er Samstagabend an, komm, was sollen wir unternehmen? Und dann meinte er, lass uns da mal hinfahren. Erst habe ich gezögert, soll ich nicht? Ja. Dachte ich, nee, jetzt fährst du mit. Ja, ja, erzähl, wie war's? Bitte? Wie war es? Erzähl. Ja, wir haben erstmal, wir haben einen falschen Abend erwischt. Mhm. Es gibt Abende, wo nur für Pärchen ist. Ja. Und dann gibt es halt auch Abendpärchen und Singles. Mhm. Und wir haben dummerweise einen Abend erwischt, wo auch Singles rein dürfen. Ach so. Und die stören dann? Ja, an sich, es war so aufgeteilt. Linke Hälfte war so richtig schöne Kuschelecken, wo die Pärchen nur sitzen. Und rechte Hälfte waren, wo die Singles rumsaßen. Man konnte aber alles sehen. Ja. Dann gab es so einzelne Bereiche, wo man liegen konnte, wo man kuscheln konnte und so weiter. Und das war an sich alles so sehr schön. Auch so die Pärchen, die dann eben zur Sache gegangen sind. Ja, da konnte man dann zugucken. Das konnte man alles sehen. Aber das waren dann halt so, nicht abgetrennte Räume, aber so ein bisschen abseits. Trotzdem konnte man hingucken. Aber so die Pärchen, alle selber, die waren ja mit sich selber beschäftigt. Mhm. Da hat man ab und zu höchstens mal so ein Auge riskiert oder so ein Blickchen riskiert, was die anderen treiben. Bloß die Singles, das waren überwiegend Männer. Ach so, und die wollten dann mitmachen oder wollten sich... Die rannten da nur rum, nur am Spannen, am Gucken. Ja. Teilweise hatten sie nur T-Shirt an, sonst nichts. Ja. Oder einer, der war völlig bekleidet, aber hatte seinen Hosenstall auf und sein Geschlechtsteil hing daraus. Und das fand ich abtörnend. Will man dann auch nicht so sehen, ne? Das fand ich sowas von abtörnend. War es denn so abtörnend für dich, dass du mit deinem Bekannten keinen Sex hattest, doch? Nein. Wir haben da wohl ein bisschen gesessen, aber total angezogen.
Ach so, genau. Das wollte ich gerade am Anfang fragen, als ihr da reingegangen seid. Hast du dich da also offensichtlich nicht sehr entkleidet oder? Nein. Völlig angezogen mit Rollkragenpullover und mit Pumps oder wie? Nein. Ich hatte schon so Minirock an. Ich mal so ein bisschen aufgebrezelt hatte ich ja. So Minirock, so ein paar höhere Schuhe, ja. Schwarze Strümpfe und dann so ein bisschen tief dekoltierten Body. Mein Jackett habe ich wohl ausgezogen. Mhm. Aber man muss sich ja nicht. Also man kann sagen, dass dich das, was du da gesehen hast, sexuell null angemacht hat. Doch. Hat es schon. Wenn die einzelnen Singles da nicht gewesen wären, die ja, Männer. Die sind da wirklich, wie soll ich das sagen, mit raushängender Zunge da rumgehächelt, mhm. Wo sie was sehen können, wo sie mhm. was mitkriegen können, wo sie sich einmischen können, wo sie mit anfassen können. Ja. Und das hat abgetönt. Ja. Wenn das jetzt nur die Pärchen gewesen wären. Ja, also das heißt, das nächste Mal geht ihr dann in einen Pärchenabend, zu einem Pärchenabend. Ja, denke ich mal. Also ich will es auf jeden Fall nochmal versuchen. Ja. Also so ein bisschen Interesse ist geweckt worden bei dir. Doch, ne? Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann wäre es gar nicht so schlecht. Ja. Könntest du dir dann auch vorstellen, dass du da richtig zur Sache gehst? Könnte ich, ja. Ja. Ich meine, die Pärchen, die da so zu meiner Sache waren, da hat großartig, die anderen Pärchen haben da nicht hingeguckt. Ja. Das hat die nicht interessiert. Man hat ab und zu mal einen Seitenblick riskiert, man hat mal hier und da ein bisschen Gestöhne gehört, man hat mal eben kurz mal hingeguckt. Ja. Aber sonst an sich war man mit sich selber beschäftigt. Würdest du denn so weit gehen, dass du da nicht nur Sex mit deinem Freund, mit deinem Bekannten hast, sondern vielleicht auch mit einem anderen Typ? Nein. Oder? Das nicht. Nein. Oder? Ich glaube auch nicht, dass ich mich vom anderen anfassen lasse. Und kein Gruppensex gibt's auch nicht? Nein, nee. Ich glaube, das würde ich nicht. Ich meine, da saßen zwei Pärchen neben uns. Das waren Fremde, aber die fingen dann an, sich zu unterhalten. Dann hat der eine schon mal darüber gegriffen und die Frau zu dem anderen. Man kriegt nicht gut, meine, wenn die das möchten, sollen sie das. Also ist der andere, nun könnte man ja sagen, okay, wenn du nur Sex mit deinem Freund haben willst, dann kannst du es auch zu Hause in vier Wänden. Ist der Anreiz, einfach so in so einer erotischen Atmosphäre dann zu sein und so ein bisschen zu spannen vielleicht auch, ein bisschen zu gucken, wie die anderen Spaß haben? Ja, ich glaube, dass das war's. Ja. Bist du sonst früher auch schon eher aufgeschlossen gewesen in Sachen Sexualität oder ist das ja so eine neue Erfahrung? Das ist im Grunde eine neue Erfahrung. Ich war ja 28 Jahre verheiratet. Ich will nicht sagen verklemmt, aber nicht so offen. Ja, und 28 Jahre auch treu geblieben? Ja. Und ich muss sagen, ich habe so die letzten ein, zwei Jahre, ich habe gedacht, irgendwie, ich habe die Zeit verpasst. Ja. Irgendwie gar nicht mitgekriegt, was die letzten Jahre passiert ist, was da gelaufen ist. Da muss jetzt noch was kommen und da muss noch eine ganze Menge nachgeholt werden. Och, nee, nicht unbedingt. Einfach abwarten, was kommt, was passiert. Aber auf jeden Fall was tun und sich so mit einbringen in den Bereich Sexualität. Ja. Ich finde es toll, Monika. 50 Jahre sagst du, bist du alt, wenn du da so Sachen jetzt mit deinen Bekannten entdeckst. Klasse, finde ich gut. Weiter so. Sucht euch einen schönen Abend aus, wo es so nach eurem Sinne. Das Schöne an dem Abend war ja noch der Gag hinterher, ne? Er sagte zu mir, wenn du fahren möchtest, dann sag mir Bescheid, dann fahren wir. Ja. So nach einer Weile habe ich gesagt, weißt du was, lass uns jetzt fahren, wir machen jetzt unser eigenes Programm. Ah ja. Und dann sind wir dann da losgefahren und ein Stückchen weiter kam so ein schönes Waldstück mit so einem schönen Waldweg rein. Und gesagt, so, da fahren wir jetzt rein, da bleiben wir jetzt stehen, haben wir das Auto am Rücksitz ein bisschen bequem gemacht. Und dann plötzlich stand ein fremder Mann bei uns am Auto. Ach. Ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin da weggefahren, weil ich die Spanner nicht haben wollte. Ja. Dann stand da einer am Auto. Aber der hatte sein Geschlechtsteil nicht raushängen. Das war dunkel, konnte man nicht sehen. Mein Begleiter hat ihn verjagt. Und dann habt ihr es dann im Auto da getrieben, ihr beiden? Ja, klar. Wie die jungen Dinger, ne? Ja, natürlich. Mann. Das ist schön. Je oller, je doller, ne? Ne? Also Monika, ich finde das klasse, weiter so. Ja, finde ich wunderbar, genieße es und sucht euch einen schönen Abend da aus und dann viel Spaß, sage ich. Dankeschön. Tschüss. Ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema am Mittwoch. Unser Thema am Mittwoch heißt gegen meinen Verstand. Ihr kennt das ja so, dass man in einer Situation ist, dass man sagt, also eigentlich meine Vernunft sagt so, aber mein Bauch oder mein Herz oder was auch immer handelt ganz anders. Das ist das Thema am Mittwoch. Also beispielsweise, wenn man nicht von einer Person wegkommt. Kopf sagt weg, aber Bauch, Herz sagt nein. Oder wenn man zwanghaft lügt, man will es eigentlich nicht. Oder wenn man vielleicht einen Menschen sehr schlimm behandelt, den man eigentlich liebt, aber man behandelt ihn trotzdem schlimm. Der Geist, die Ratio sagt, das darf man nicht machen, das darfst du nicht tun, aber man tut es trotzdem. Oder wenn man kriminell ist, vielleicht zwanghaft kriminell oder wenn man nicht Herr über die eigenen Süchte wird und so weiter. Also gegen meinen Verstand heißt das Thema nächste Woche, also jetzt kommenden Mittwoch. Wenn ihr da gerne mitmachen wollt, dann könnt ihr jetzt schon mailen.
Wir sammeln die Anfragen und die werden dann durchgesehen für Mittwoch. Heute freie Themennacht und nach wie vor Frage, wie fandet ihr den Grand Prix? Man darf ja gar nicht mehr Grand Prix sagen, glaube ich, ne? Man sagt es irgendwie anders auf Englisch. Markus, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Markus. Ja, grüß dich. Da sind wir. Also ich fand das total enttäuschend am Samstag. Wir reden auch über den Grand Prix. Ich sage einfach weiter Grand Prix. Ja, genau. Also das nennt sich ja neudeutsch Eurovision Song Contest. Genau. Ja. Ja. Für mich ist es nach wie vor der Grand Prix. Ja. Ich habe damals ABBA erlebt, ja. Ja. Und all diese Geschichten. Ja. Das fand ich also höchst aufregend. Ja. Und ich bin heute, muss ich sagen, ja, sehr enttäuscht. Was? Ja. Weswegen warst du enttäuscht? Ja, weil ich vom Gesanglichen her Max sehr toll gefunden habe. Würdest du auch so weit gehen, dass du sagst, das war eigentlich die beste musikalische Leistung, gesangliche Leistung, die da gebracht wurde? Definitiv, ja. ohne jetzt irgendwo nationalistisch voreingenommen zu sein. Wir Deutschen müssen uns nicht immer entschuldigen, wenn wir uns auch mal gut finden. Ja, ne? Nee, definitiv, das war's. Ja. Wobei, das Mädel aus Zypern hat auch ganz gut gesungen, von der Stimme her, fand ich. Also das Mädel aus Zypern, da kann ich mich jetzt nicht so ganz dran erinnern. Lied fand ich auch nicht so toll, aber die Stimme war schön, fand ich. Wo ich eben halt mal ein bisschen drauf geachtet habe, war eben halt dieses vorher angesagte Duell Malta-Deutschland, ja. Da habe ich halt mal ein bisschen drauf geachtet. Ja. Aber ansonsten muss man sagen, was mir ein bisschen zu denken macht, ist das eben halt, dass man irgendwann in den 90er Jahren angefangen hat, das Ganze umzustellen auf Televoting. Mhm. Und ich glaube, da liegt auch die Krux drin. Sehr, sehr guter Aspekt, den du da ansprichst. Ja, weil vorher hat man über Jurys geschimpft. Ja. Diese Jurys waren natürlich auch besetzt mit Leuten, die irgendwo, sagen wir mal, in der kommerziellen Schlagerindustrie drin waren. Ja, die auch so ein bisschen die auch beschlagen waren, also, mit in Sachen Musik und Entertainment und Gesang und sowas. Ja, aber man muss den Zeitgeist irgendwo damit reinrechnen. Und teilweise war das irgendwo besetzt, so ähnlich, was weiß ich, wie der DFB oder sonstige Gremien im Sport mit irgendwelchen Opas, mit irgendwelchen Weißhaarigen, gesessen haben und gesagt haben, Roy Black ist klasse. Aha, jetzt verstehe ich dich nicht. Plädierst du jetzt für die Jury oder gegen die Jury? Ich bin mittlerweile wieder für die Jury. Ich auch. Ich auch. Ja. Es spricht nicht sehr viel für den Geisteszustand Europas, wenn so ein Titel gewinnt wie der gewonnene. Das kann es nicht sein. Nee. Und das haben die Leute, die Europäer oder noch weiter, die Völker haben es gewählt. Ne? Ich finde das mit der Jury auch sehr schlau. Da sollen in jedem Land Leute, so ein Gremium sitzen, die irgendwie aus dem, vielleicht Journalisten, Musikjournalisten, die Ahnung haben oder wer auch immer. Und die sollen das entscheiden, so wie es früher auch war. Also ich glaube zum Beispiel, auch wenn es ein Televoting, wie man das so sagt, damals gegeben hätte, wäre Nicole auch nie auf Platz 1 gekommen. Mit Sicherheit nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, und ich glaube. Aber wäre auch gar nicht so schade drum, ne, wenn es nicht geworden wäre. Ja, aber ich glaube damals mit diesen ganzen Jurys, die waren auch besetzt mit irgendwelchen verkrusteten Strukturen. Mhm. Das heißt, die haben also irgendwo, sagen wir mal, die waren besetzt aus der Musikindustrie, aus der GEMA oder weiß auch wem auch immer. Und die haben gesagt, naja, das sind unsere Interpreten und wunderbar. Gut, also du plädierst aber für eine Neubesetzung von Jurien, wie immer man das auch in der Mehrzahl sagt, und dass die es dann entscheiden. Ja, mittlerweile glaube ich, dass das mehr Sinn machen würde, finde ich einen sehr klugen Aspekt. Schließe ich mich voll und ganz auch an nach diesem Desaster am Samstag. Ja. Weißt du, was mich auch noch ärgert? Wir haben gerade so ein bisschen über Grand Prix und die Aussprache geredet, ne? Weißt du, was mich ärgert? Dass die Franzosen so arrogant mit ihrer Sprache sind. Mittlerweile wird ja nur alles auf Englisch moderiert. Aber die Franzosen verlangen, und so ist es dann auch, dass alles noch immer auf Französisch gesagt wird. Ja gut, da gibt es ja auch, in Frankreich gibt es ja seit 1998 auch ein Gesetz. Ja, Frankreich, aber nicht in Europa. Die französische Sprache wieder fördert. Ja gut, aber der Name dieses Gesetzes jetzt nicht rein. Nein, aber darum geht es ja gar nicht. Es findet ja nicht in Frankreich statt. Das ist ungerecht den anderen gegenüber. Dann müsste es noch eher in Deutsch gemacht werden, weil mehr Leute Deutsch sprechen in Europa als Französisch.
Das ärgert mich wirklich. Und beispielsweise auch, als der Mann aus Frankreich rankam und seine Punkte verlas, der war der Einzige, der das in seiner Sprache, nämlich auf Französisch, gesagt hat. Ist mir auch aufgefallen. Ja, ganz arrogant. Auch aufgefallen. Aber das ist tatsächlich so. Ja, ich habe also lange Jahre in der französischen Firma gearbeitet, ja, bei der Tochter der France Telekom. Und es ist mir aufgefallen, dass eben halt die Franzosen sehr wenig Fremdsprachenkenntnisse besitzen. Gut. Auch wenn sie die Hochschulen besuchen. Wir sollten das nicht mitmachen, wir anderen Europäer, finde ich. Also wenn schon, dann sollte man sich auf Englisch einigen, okay, dann ziehen wir es auch ganz durch. So, man muss sich auch überlegen, ja, was waren denn die Postsprachen? Das war Französisch zum Beispiel, ja. Müssen wir jetzt nicht immer vertiefen. Noch die Postsprache. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ja. Ich danke dir für den Hinweis mit der Jury, das finde ich sehr gut und sehr klug. Mal sehen, vielleicht kommt es ja irgendwo an in den entsprechenden Schaltzentralen. Alles Gute. Ich hoffe nun mal, dass wieder die Musik zur Geltung kommt. Das hoffe ich auch. Tschüss, Markus. Also, ciao, guten Tschüss. Nochmal Markus. 20, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Markus. Wie gesagt, ich bin Markus, bin 20 Jahre alt. So, ja. Und zwar, ich habe folgendes Problem, und zwar, ich bin seit 5 Jahren in einer Beziehung mit meiner Freundin. Wow, so lange. Nathalie. Und zwar habe ich das Problem, in der sexuellen Beziehung läuft es im Moment nicht ganz so gut, weil ich bin im Moment auf dem Punkt so, ich will meine Sexualität so ein bisschen erforschen und entdecken. Das ist deine erste Freundin? Ja, ist meine erste richtige Beziehung. 5 Jahre treu geblieben? Ja, richtig. Ja, ist das völlig normal, finde ich. Und zwar, ja, ich habe ihr schon jetzt öfters vorgeschlagen, ich würde gerne halt auch mal mit meiner Freundin in den Swingerclub gehen und auch mal Sex an ungewöhnlichen Orten machen. Ja gut, das hättet ihr ja längst machen können. Ja gut, aber ich kann sie in der Beziehung nicht so richtig aus der Reserve locken. Ach so, sie macht die Blümchennummer zu Hause unter der Bettdecke, oder? Genau, so ungefähr. Ist sie auch so alt wie du? Sie ist 21. 21, ja. Auch der erste Freund für sie bist du? Ja, richtig, so die erste große Beziehung. Und ich weiß halt einfach nicht, wie ich halt ihr Interesse darauf wecken kann. Das heißt zum Beispiel, wenn ich sie jetzt darauf anspreche, dann weicht sie sofort aus oder zieht sich in irgendeine Ecke zurück. Wie oft habt ihr denn Sex miteinander? Ja, also ich sag mal so 3-mal in der Woche, so ungefähr. Ich gehe mal fast davon aus, dass du mit den Gedanken schon gar nicht immer dann so nur bei ihr bist, wenn du Sex hast mit ihr. Ja, doch, eigentlich schon. Also in der Beziehung bin ich eigentlich treu. Nur halt, wie gesagt, ich hätte gern auch mal Sex an ungewöhnlichen Orten. Halt einfach so mal die Sexualität ein bisschen erforschen. Es ist die Sehnsucht nach mehr und anderer Sexualität, sagen wir es so. Ja. Auch die Sehnsucht, Sexualität mal mit anderen Personen zu erleben. Auch. Beispiel, ja, aber das hat zum Beispiel dann nicht mit Gefühlen zu tun, das ist einfach nur die reine Sexualität. Also Markus, ich will dir sagen, wenn du bist 20 Jahre alt und ihr seid 5 Jahre zusammen, dass das eine völlig normale Entwicklung ist, dass man das dann empfindet. Ich finde da nichts Unmoralisches dran oder irgendwas Schäbiges. Schlimm ist es natürlich, oder was heißt schlimm? Es ist problematisch, dass deine Freundin da jetzt anders tickt, ne? Und dass die sich da zumacht. Ich sage, ihr müsst da eine Lösung finden, weil ich glaube, wenn ihr da keine Lösung findet, wird über kurz oder lang die Beziehung kaputt gehen, weil deine Sehnsucht danach und dein Verlangen wird immer größer werden und irgendwann scherst du aus, dann wirst du es heimlich machen. Ja, also bis jetzt ist es noch nicht passiert. Nee, bis jetzt ist es noch nicht passiert, aber du wacht mal noch ein Jahr oder noch 2 Jahre ab. Deswegen fände ich ganz wichtig, dass du ihr das noch klarer machst, wie, dass du sie liebst. Dass du mit ihr zusammen sein möchtest. Ja. Und ihr wirklich sagst, dass es nichts mit der Beziehung zu tun hat, dass du weggehen willst, sondern dass du einfach auch andere Erfahrungen machen möchtest. Ja, das ist es. Ja. Und Stichwort, es ist Sex an ungewöhnlichen Orten. Ich meine, da kann die junge Dame sich ja mal ein bisschen bewegen. Mit dir ins Swingerclub zu gehen, ist ja schon ein krasser Schritt. Das kann ich ja verstehen, dass man da vielleicht ein bisschen zurückschreckt. Aber mal mit dem Freund am lauwarmen Abend irgendwie auf dem Parkplatz in der Garage oder im Aufzug oder weiß ich, irgendwie Sex zu haben, kann man ja sich mal ein bisschen bewegen. Mach ihr klar, wie elementar du das möchtest und wie wichtig das für dich ist. Vielleicht versteht sie das auch noch gar nicht, dass das so tief verwurzelt ist bei dir, die Sehnsucht. Kann das sein? Ja, was heißt so tief verwurzelt? Ich meine, ich mache ja auch klar, dass ich hier über alles liebe und wir haben auch Zukunftspläne zusammen und wir planen eigentlich unser Leben zusammen, sodass wir das zusammen verbringen wollen. Ja, plan mal einfach nicht so ganz viel.
Ich halte es auch nicht für gut, wenn man in dem Alter schon quasi jetzt daran denkt, was man mit 50 mal macht. Ja. Mal übertrieben ausgedrückt. Ja. Lebt jetzt gut und ehrlich miteinander und seid froh, dass ihr euch habt. Ja, klar. Und mach ihr klar, dass es noch schöner wird für dich, mit ihr zusammen zu sein, wenn dann noch ein bisschen andere, wenn der Erfahrungshorizont größer wird. Ja. Ich meine, solche Erfahrungen will ich ja natürlich auch nur mit ihr zusammen machen. Also ich bin kein Mensch, der jetzt, was weiß ich, hinter ihrem Rücken irgendwelche Erfahrungen macht oder so. Ja, aber ich habe die Sorge, ich habe wirklich die Sorge, wenn sie sich jetzt gar nicht bewegt, ne, dass du in weiteren 3, 4 oder weiß ich Jahren bist du so angespannt und so voller Sehnsucht nach sowas, dann machst du es hinterm Rücken. Ja, das kann ich ja natürlich nicht ausschließen. Ja. Ich weiß ja noch nicht, was kommt, aber also der Standpunkt jetzt ist halt, dass ich da sowas nie machen würde im Moment. Und wenn, dann will ich auch, dass sie dabei ist. Finde ich gut. Finde ich völlig in Ordnung. Also, dass sie auf jeden Fall davon weiß. Also, genau. So ein ehrlicher Mensch bin ich. Also. So, du redest nochmal intensiv mit ihr und machst dir das wirklich klar. Und ein Kompromissding ist, glaube ich, dieser Sex an ungewöhnlichen Orten. Der Sommer steht vor der Tür, da red doch mal mit ihr, was sie sich eventuell vorstellen könnte, wo sie sich nicht so schämt und wo es vielleicht für sie auch schön ist, irgendwie am See oder, ich weiß nicht, irgendwo auf einer Wiese im Wald oder was auch immer. Ja gut, okay. Werde ich mal machen. Toi, toi, toi. Ja gut, danke. Tschüss. Okay, ciao. Simone 27, hallo. Hallo. Hallo Simone. Einmal zu Max. Einmal zu Max, ja genau. Er war der Beste. Er war der Beste. Es ist wirklich irre, dass fast alle Leute, abgesehen von Jens, der am Anfang angerufen hat, dass sie es waren. Ja, der hat ja gegen alles gesprochen. Ach, der. Wen fandest du denn, wenn überhaupt noch annähernd ganz, ganz gut? Oder? Serbien Montenegro. Doch, in der Tat. Ja, das fand ich sehr schön. Das fand ich beim Halbfinale auch schon toll. Diese folkloristische Nummer. Ja, mochte ich. Mit der Geige und den Kostümchen und so. Ja, genau, fand ich gar nicht schlecht. Mhm. Aber Norwegen war echt grottenschlecht. Ach, ich fand irgendwie alles irgendwie grottig. Ich hatte richtig Gänsehaut. Also wir haben bei Nachbarn oben gesessen, das war richtig toll. Wir haben richtig laut gemacht, mitgesungen und das war richtig klasse. Weißt du, was ich ja gestehen muss? Dass ich ja sehr hingeguckt habe bei Griechenland. War das ein ein schweinegeiler Typ. Ja, doch, der war schick. So ein bisschen der Ricky Martin-Verschnitt, ne? Ja, und wie er getanzt hat und wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und das Stück ist halt so ein Sommerhit, irgendwie so ein Ballermann-Hit. Ja, so Shake it. Ja. Mann. Er ist auch, wie weit war er? Auf welchem Platz? Auch ziemlich, ziemlich weit oben. Ne? Ja, doch. Die haben auch gut Punkte gekriegt. Ja. Haben viele Frauen angerufen. Frauen bestimmt. Telefonieren mehr als Männer. Ja, interessante Frage. Telefonieren da mehr Frauen? Ich glaube ja. Ja? Doch. Was sagst du denn zu unserer Nachbarschaft? Belgien zum Beispiel. Belgien hat uns keinen einzigen Punkt gegeben. Ihr Belgier. Ja, das Blöde ist ja auch, man durfte nicht von deutschen Handys aus dem Ausland telefonieren. Ja. Das war das erste Jahr verboten. Holland war auch nicht so dolle, ne? Die haben uns 4 Punkte. Ja. Dänemark hat uns auch nichts gegeben. Nee. Wir sind halt nicht so. Ja, wir sind halt nicht so. Aber mein Problem ist ein anderes. Aha, wir wollen noch über was anderes sprechen. Ja, kurz. Ja. Ich bin Fisherman's Friend süchtig. Diese Lutschbonbons? Ja. Diese starken Lutschbonbons? Manche lutschen die, ich nicht, ich esse die. Die sind doch ganz schädlich, habe ich mal gelesen, wenn man die zu viel nimmt. Ja, das stimmt. Abführend wirken die bei mir nicht mehr. Ich esse die, seitdem ich 18 bin. Seitdem aber ich 18? Ich habe ein kleines Problem mit meiner Magenschließmuskel, mit dem Refluxesophagus. Wie macht sich das bemerkbar? Sodbrennen. Aber hallo, aber ich kann es auch nicht lassen. Also ich esse, wenn es hochkommt... Ja doch, 3 Tüten am Tag mindestens, aber 2. Und da gibt es ja nun 100.000 Sorten. Welche nimmst du? Nur die weißen, die extra starken. Die weißen extra starken, ohne Zucker, ne, sind die, glaube ich. Ohne Zucker, mit Zucker schmecken wie Seife. Die schmecken ich kann die auch nicht lutschen. Und du zerkaust die? Ich zerkaue die. Boah. Also am liebsten nach dem Essen. Also ich esse, dann rauche ich eine Zigarette und dann esse ich meistens eine Tüte Fisherman's. Eine Tüte hintereinander, Fisherman's? Ja. Da würden alle normalen Menschen laufen gehen. Das höre ich oft. Brennt die Speiseröhre nicht und der Hals? Nein, bei mir nicht mehr. Ach. Aber das hat ja auch schon gar keinen guten Atem mehr, sondern dein Atem ist ja auch irgendwie grottig dann wahrscheinlich, ne? Oder? Nee, ich riech gut. Ja? Ja, nee, nicht grottig im Sinne von stinkig oder so, aber so sehr, sehr... Ich habe meinen Freund noch nicht gefragt. Sehr intensiv. Der meckert immer, weil das so knackt. Nach ganz sauberem Klostein riechst du wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Ja, aber es ist nicht lustig. Wenn du das seit über 10 Jahren machst, ist das schon... Nee, 9. Naja, gut. Seitdem ich 18 bin. Ja, gut. Bei 10. Hast du dich untersuchen lassen?
Ich war beim Arzt, weil ich ständig Sodbrennen hatte. Und dann hat er auch gefragt, ob ich viel... Ja, ich bin auch ein bisschen dicker, aber ich esse halt auch gerne, aber auch gerne nach dem Essen eben Fischermilch. Jetzt erklär mir mal. Nee, sag erst mal, was der Arzt... hast du dem Arzt das gesagt, dass du diese... Ich hab mit ihm darüber gesprochen. Ich sage, ich esse gerne Fischermilch. Sagte, ja, ich sage, nee, ich muss ehrlich sein, ich esse auch gerne ein paar mehr. Mhm. Sagt er, wie viel? So 2-3 Stück. Ich sage, eigentlich auch Tüten. Und hat er schon ein bisschen mit mir geschimpft. Ja. Hast du eine Magenspiegelung machen lassen? Ja, ja, klar. Ja, und das ist, als ob da so ein kleines Stück fehlt. Mhm. Schon. Mhm. Und das kann sein, dass das schon immer so war und dass es jetzt eben auch erst rausgekommen ist, aber eigentlich... Kann das sein, dass Fischermens das weggeätzt hat, ne? Ja, also da gehe ich selber auch von aus. Ich weiß gar nicht, aus was im Teufelszeug dieses Zeug besteht, was das für Ingredienzien da drin sind. Ach, kann ich dir vorlesen? Ich habe ja immer Tüten hier. Ich habe ja eigentlich überall... Ja. Aber ja gut, das sagt einem nicht so viel, was da draufsteht. Nee, das stimmt. Aber jetzt versuche mir bitte zu erklären, warum das so eine Sucht ist. Warum man nicht sagen kann, okay, komm, das ist schädlich für mich, das lasse ich jetzt sein, ich lutsche ein anderes Bonbon mal. Oder? Ich habe wirklich, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, warum das so ist. Ich möchte ja auch gerne damit aufhören, nur ich kriege es nicht hin. Ich habe die eigentlich in jeder Handtasche, in der Jackentasche. Das passt ja schon fast zu unserem Thema am Mittwoch gegen meinen Verstand, ne? Ja, ja. Der klar. Verstand sagt, hör auf mit Fischermens lutschen. Ja. Aber deine Gier sagt, rein damit, ne? Ja, noch eine Tüte. Ja, ich rauche das, also wenn ich gegessen habe, ich rauche eine Zigarette und dann esse ich die. Weil andersrum geht's ja nicht. Ja, Moment, aber hat das irgendein Wohlgefühl? Ja, also ich habe das Gefühl, ich sage dann immer, das ordnet meinen Magen. Gemüse rechts, Fleisch links, so nach dem Motto. Mhm. So wie Reni, räumt den Magen auf oder so. Ja, ja. Hast du es denn schon mal versucht, davon wegzukommen? Ich habe es auch schon mal 2 Wochen geschafft. Ach, immerhin. Das ist schon 2 Wochen gar kein einziges gelutscht. Nee, keins. Mhm. Aber es fiel mir super schwer. Und so, das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo man so sagt, okay, wie stark ist jetzt ihre Vernunft? Ne? Muss sie jetzt wirklich krank werden? Muss der Magen wirklich kaputt gehen, um dass sie sich anstrengt mit allem, was ihr zur Verfügung steht? Ja. Oder kriegt sie es so vielleicht schon hin? Weil natürlich sagt jeder Mensch, der dir das... Dem du das erzählst, sagt dir, das ist Wahnsinn. Auch die Leute, die das sehen, die sagen, gibt's doch gar nicht, wo? Ja. Das schmeckt doch gar nicht mehr. Kostet ja auch eine ganze Menge Geld, ne, wenn du so viel Tüten. Nee, das ist gar nicht so teuer. Du wirst lachen, in Apotheken ist es meistens billiger als in jedem Discountmarkt. Ach so, weil du kennst dich aus, ich mag's schon. ich esse ja auch nicht alle Packungen, ich gucke immer hinten auf die Nummer, die müssen also schon so, ja, hart sein. Ach so, also wenn die so frisch sind, dann schmecken mir die nicht. Dann lasse ich die auch so lange liegen, bis sie hart sind. Und wenn du das versuchst, einfach mal zu reduzieren, dass du dich auf ein Päckchen... Das schaffe ich auch über längere Zeit. Ja gut, das ist doch schon mal Anfang. Mach es doch so. Ja. Wenn du die Menge, die du jetzt konsumierst, an Fisherman's Friend, wenn du die halbierst pro Tag, ist das ja schon mal ein Anfang. Und dann halbierst du es nach einer gewissen Zeit nochmal. So kann man aus Süchten herauskommen, wenn man sehr streng mit sich ist. Ja, und Simone muss halt streng mit sich sein. Ah, so streng bin ich mit mir sowieso nicht. Muss sie. Ja, aber ganz im Ernst, wenn du irgendwann eine schwere Magenerkrankung hast, ja, ich weiß es nicht, ob es auf die Nieren vielleicht geht oder auf die Blase, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, was da für ein chemisches Zeug drin ist, dann liegst du in ein paar Jahren im Krankenhaus und denkst, mein Gott, hätte ich mal, wäre ich mal. Ne? Ich habe mir das auch ganz fest vorgenommen. Also, Fisherman's Friend wird jetzt halbiert, ab morgen, klar? Okay. Hand drauf? Ja. Ab morgen schon. Ich probiere es. Okay. Nein, ich werde es versuchen. Ja, genau. Nicht ich probiere es. Ich werde es versuchen. Ich mache das ab morgen. Ich mache das. Gut. Simone, alles Gute. Ja. Gutes Gelingen. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, die Telefonnummer heute Nacht. Nicht nur heute Nacht, sondern immer kostenfrei für euch. Und mailen könnt ihr unter domian@wdr.de. Hier ist Christian. Ja, Christian. 25. Hallo, Christian. Hallo Domian, grüß dich. So, über was reden wir? Über den Contest vom Samstag. Was ist deine Meinung? Genau, ich habe auch gemeint, dass der Max hätte besser abschließen müssen eigentlich. Mhm. Und habe mir da auch Gedanken gemacht, wie das kommen kann, dass er nur Achter geworden ist, obwohl er eigentlich mit der Beste gewesen ist. Ja. Und ich habe mir da zurechtgereimt, dass es daran liegt, welches Land der Interpret repräsentiert. Ja, ja, das glaube ich auch mittlerweile. Und du meinst also, wir stehen nicht so gut da in Europa? Das denke ich ganz, ganz genau. Ich möchte jetzt nicht irgendwie
was anheizen, nur... Doch, wir heizen jetzt an, wir beschimpfen jetzt die anderen. Ja, ich habe mir jetzt zum Beispiel gesagt... wir lieben die Österreicher, wir lieben Spanien und wir lieben die Schweiz. Genau, Spanien hat uns 12 Punkte gegeben. Ich habe Mallorca. Ja, Mallorca ist ja 17. Bundesland. Ja. Und da habe ich mir dann auch gedacht, wie kann das kommen, dass die Türkei aus Deutschland 12 Punkte bekommt? Ich würde sie anders machen, wenn ich im Ausland leben würde, würde ich für mein Land anrufen. Ja. Und das haben wahrscheinlich viele Türken oder Deutsch-Türken auch gemacht. Und deshalb. Ich bin sicher. Ja, genau. Ja. Und das mit dem, dass die Ukraine halt ganz oben war, das ist auch an den Nachbarländern, denke ich mal, dass da viel gesagt haben, wir wollen das jetzt pushen. Ne? Ja, das, und ich habe mir auf jeden Fall zusammengereimt, wenn die, ich weiß nicht genau, wie sie jetzt heißt, die Interpretin aus der Ukraine, wenn... Ruslana heißt sie, ne? Ja, ich weiß nicht genau. Wenn sie heißt Fall ja ähnlich jetzt, wie Russland, Ruslana, glaube ich. Ja, wenn die jetzt Deutschland repräsentiert hätte, hätte sie nicht gewonnen. Gute Überlegung. Ich glaube, du hast völlig recht. Ich glaube, genauso wäre es gekommen. Wir können machen, was wir wollen. Ja, wir könnten die Beatles da auftreten lassen. Ja. Oder die Rolling Stones für Deutschland, die würden uns nicht wählen. Also auch unabhängig davon, ob man auf Deutsch oder auf Englisch singt, das wird von vornherein nicht akzeptiert. So habe ich den Eindruck. Ja. Ich möchte ja auch nicht jetzt sagen, dass irgendwer was gegen Deutschland hat, um Gottes Willen. Obwohl du gerade auch sagst, man muss sich nicht immer entschuldigen. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man jetzt das von der Seite sieht. Aber das ist halt mein Anliegen, dass ich halt so sehe, dass wir machen können, was wir wollen, wie du es gerade sagtest. Und das wird sowieso nicht. So ist es. Wie kann man das ändern? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, das kann man gar nicht ändern. Vielleicht liegt es auch mit der Vorgeschichte, die wir halt haben vor 60 Jahren zusammen. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube gar nicht mal. Ich glaube, es ist einfach auch so ein Neidfaktor. Das ist halt einfach dieses mächtige, fette Land mitten in Europa und auf immer noch erfolgreiche, super erfolgreiche Land. Sind wir doch eigentlich gar nicht, oder? Bitte? Sind wir doch eigentlich sogar super erfolgreich. Ja, letztendlich, trotz aller Jammerei in Deutschland, sind wir immer noch hoch angesehen. Aber im Endeffekt war schon mal besser, ne? Schon. Ich glaube, dass da ganz viel Neid auch und Missgunst mit reinspielt. Ja, aber guck mal, dann sag mir doch mal, warum haben die Engländer so weit hinten, die haben, glaube ich, nur 10, 12, 15 Punkte bekommen. Ja. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es daran liegt, dass die Europäer sagen, nee, also jetzt politisch gesehen, die waren mit im Irak oder sind noch mit dabei, die boykottieren wir sowieso schon mal. Ja, das kann sein. Gute Überlegung. Aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Es hat mich bei England übrigens auch sehr, sehr gewundert, dass die so weit hinten abgeschlagen haben. So schlecht fand ich den nicht. Nee, fand ich auch nicht so schlecht, muss ich auch sagen. Fand ich wirklich nicht so schlecht. Musikalisch ungewöhnlich, England, für Grand Prix-Verhältnisse. Ja, weißt du, was mich auch nervt mittlerweile? Es sind mir auch zu viele Länder dabei. Ja, vor allem ist ja nicht mal Eurovision, ist ja nicht mal, dass europäische Länder mit dabei sind, sondern auch halt, es gab ja sogar noch ein Halbfinale, ich glaube ein paar Tage oder eine Woche vorher, wo entschieden werden sollte, wer die zweiten 12 sind. Es wurden ja von 24 dann nochmal 12 weggelassen, die ja auch noch hätten mitmachen können. Ich finde, es sollte auch immer so ein Vorfinale, eine Vorauswahl geben und der Haupt Grand Prix muss reduziert werden. Das dauert ja ewig. Ne? Ja, und dann können auch noch die alle anrufen, die nicht dabei sind. Und ich dachte schon immer, mein Gott, nun, wie die Zeit vergeht und vergeht und vergeht. Und insgesamt haben ja 36 Länder teilgenommen. Dann kamen ja nur 24 im Endeffekt zu der Show nach Istanbul hin, aber 36 haben teilgenommen. Ja. Ne? So, und dann jetzt überlegen wir, vielleicht ist es sogar ganz gut, dass wir nicht gewollt, dass Max nicht. Nein, ist Unsinn. Wenn Max gewonnen hätte, dann wäre es ja in Deutschland, ne? Nächstes Jahr. Ja, genau. Ja, genau, so ist es, ne? Aber in der Ukraine? Ob die das gebacken kriegen? Ja, Wilde Horn, der war ja auch ganz gut. Ich glaube, der war Dritter oder also auf jeden Fall auch in den Top 5, meine ich. Ja, war, glaube ich, auch Vierter. Und Stefan Raab war ja auch nicht ganz so schlecht. Genau. Und da denke ich auch, dass die so weit oben waren, kann ich mir jetzt vorstellen. Ich möchte natürlich keinem was vorwerfen, aber kann ich mir vorstellen, dass es daran lag, dass viele auch mit dem Handy aus dem Ausland angerufen haben. Das ging damals noch. Das geht aber heute. Das ging ja dieses Jahr nicht mehr. Genau. Gesanglich war, wollen wir uns nichts vormachen, war der Halle Dude da nicht der Oberreißer. Da war Max natürlich wesentlich besser. Wesentlich besser. Und Gildo Horn war natürlich auch gut, auch von der Show, aber gesanglich war der auch noch besser. Und das verstehe ich dann nicht, wie dann die Ukraine gewinnen kann mit einem Lied, was bei uns nicht mal in die Charts draufkommen würde. Klar, ist natürlich der Geschmack der Länder unterschiedlich, muss man sagen. Währenddessen, während die Ukraine gesungen hat, mal die Augen zugemacht. Wenn man nicht dieses ganze Brimborium da sah auf der Bühne, dann entlarvte sich dieser Titel wirklich als so etwas von dünn und hohl, dass man wirklich nur noch den Kopf geschüttelt hat, dass es gewonnen hat. Ja. Aber naja, okay. Ich bin sicher, dass Max, auch wenn er da nicht gewonnen hat, eine große Karriere machen wird, in Deutschland, vielleicht sogar europaweit. Und fürs erste Mal und für ihn war es sicher ein irres Ding. Das
das Positive für ihn war, er ist jetzt erstmal bekannt. Er hat für ihn richtig gute PR, war das. Er ist jetzt, und Deutschland und die deutschsprachigen Länder liegen ihm zu Füßen. Also was will er mehr erstmal? Ja. Ne? Ja. Von null auf Held, sag ich mal. So, genau, von null auf Held, ja genau. Christian, danke für den Anruf. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Jacqueline, 21. Auch 21. Nee, 21. Ja, schönen guten Abend, Domian. Hallo Jacqueline. Hallo. Über was reden wir? Ja, ich bin total fertig, weil ich keinem Menschen mehr in meiner Umgebung vertraue. Wie kommt das? Ja, ich wurde menschlich von meiner Mutter dermaßen enttäuscht und von meinem Ex-Verlobten, dass ich sage, dass wenn ich denen schon nicht mehr vertrauen kann, dass ich auch keinem anderen Menschen mehr vertraue. Was war die schlimmste Enttäuschung, die dein Ex-Verlobter dir angetan hat? Er hat ein Verhältnis mit meiner Mutter angefangen. Mit seiner Mutter? Ja. Mit seiner Mutter? Oder mit deiner Mutter? Ja. Oh je, dann kann ich es verstehen. Hochzeit war geplant und so weit war es schon? Ja, Einladungen waren verschickt, Hochzeitskleid war schon gekauft. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 3 Jahre. Und wann ist das aufgeflogen? 3,5 Monate vor der Hochzeit. Wie lange liegt das jetzt zurück? 1 Jahr. 1 Jahr? Mhm. Wie ist das aufgeflogen? Ich bin wollte nach Hause gehen und das Schloss war ausgebaut. Meine Mutter war indessen schon eingezogen. Moment, hast du schon mit deinem Freund zusammen gewohnt? Ja. Mhm. Und du wolltest in euer gemeinsames Nachhause gehen? Und genau. Da war das Schloss ausgebaut? Ja. Meine persönlichen Sachen wie Ausweis, Handtasche stand vor der Tür. Und ja, Schloss war ausgebaut, sie war eingezogen. Ach. Ja, Moment, du gehst da hin, du kommst nicht rein in die Wohnung. Genau. Haben die dann die Tür geöffnet oder wie hast du das verstanden, was da überhaupt los ist? Ja, ich habe dann meine Mutter angerufen, natürlich total entsetzt. Ich dachte, wer weiß, vielleicht eingebrochen worden oder so. Und dann meinte sie, ja, sie müssten mit mir reden. Und dann waren sie gerade noch in ihrer alten Wohnung. Mhm. Dann bin ich dorthin gefahren und dann saßen sie da schon Arm in Arm. Das ist ja unglaublich. Und haben mir das halt gebeichtet. Und das war halt alles sowas von link. Also meine Mutter, man muss sich das so vorstellen, wir waren die allerbesten Freunde. Ich habe alles mit ihr zusammen gemacht. Mhm. Ich habe ihr alles anvertraut. Mhm. Und ja, sie hat mir die Einladungen verschickt. Sie hat das Brautkleid mit ausgesucht, sogar mit mir abgeholt, 2 Tage vorher. Unglaublich. Und hinterrücks ist sie die ganze Zeit mit ihm ins Bett gegangen. Wie lange lief denn das Verhältnis zwischen den beiden schon? Weißt du das? Also laut Aussage von denen lief das da wohl schon 3 Monate. Tun wir mal noch 3 Monate drauf, dann stimmt es vielleicht. Genau. Mittlerweile, die leben halt immer noch zusammen, wollen jetzt heiraten. Wie alt ist deine Mutter und wie alt ist dein Freund? Mein Freund, also Ex-Freund ist 28, meine Mutter mittlerweile 39. Boah, ist das heftig. Hm. Ist das heftig. Aber nochmal zu der Wohnung, du kommst dann dahinter, das war eure gemeinsame Wohnung, man hat doch 1000 Sachen in der Wohnung, persönliche genau. Gegenstände. Wo haben die schon rausgeräumt, während du nicht da warst? Ich habe ja nichts mehr rausbekommen. Sie haben mir, wie gesagt, nur Koffer gepackt mit ein bisschen Kleidung, meine persönlichen Sachen. Und du hast bis heute die anderen Gegenstände, man hat ja auch Möbel oder Bücher oder irgendwas, was man so gerne hat. Nein, gar nichts bekommen. Und Versicherungsunterlagen habe ich nachher noch rausgeholt, samt Polizei. Ich musste dann auch ins Frauenhaus. Und weil ich natürlich auch ausgerastet bin und weil ich das nicht mehr verstanden habe, ja. Und gab es denn einmal ein sachliches Gespräch zwischen dir und deinem Ex-Freund? Nein, ich habe versucht, mit meiner Mutter mal darüber zu reden. Das einzige Kommentar, was ich von ihr bekommen habe, ist, dass sie nicht mit ihm aus Liebe zusammen ist und dass ich mich nicht so haben soll. Sie wäre schließlich krank und älter als ich. Sie braucht eine finanzielle Absicherung und ich finde ja jederzeit noch einen neuen. Boah, ist das heftig. Das sagt die eigene Mutter. Ja. Und dann auch noch, wenn du sagst, du warst mit ihr, ja, es war wie eine gute Freundin. Ja. Sie kannte alle meine Freunde, wir sind zusammen in die Disco gegangen, wir haben alles zusammen gemacht. Das heißt, ihr beide habt dann auch oft deine Mutter besucht? Meine Mutter uns ja auch, oder weil wir eine große Wohnung hatten, ja. Da sind ja wahrscheinlich im Nachhinein 1000 Situationen so vor die Erinnerung gekommen. Ja. Und damals hast du gedacht, das ist alles wunderbar, aber wer weiß, vielleicht hat es da schon gefunkt zwischen den beiden. Und
Na, Freunde haben mich auch immer vorgewarnt, haben mir erzählt, wenn sie in der Küche waren zusammen, dass sie ihn an den Po fest und solche Sachen. Und ich dachte, naja, meine Mutter ist halt so eine ganz Freche, dass sie ihn vielleicht, war er frech und sie hat ihm auf den Po gehauen oder so. Klar, das hält man ja eigentlich dann überhaupt nicht für möglich. Nee. Ja, da denkt man, okay, das war eine Flapsigkeit, die hat ihm auf den Po gehauen und das war's dann. Ja. Wo ist dein Vater? Keine Ahnung. Achso, du bist also bei deiner Mutter alleine aufgewachsen. Genau. Gibt es noch Geschwister? Nein, auch nicht. Aber was geht denn da in deiner Mutter vor? Sie verliert ihre einzige Tochter dadurch. Ja, sie denkt so, wo die Liebe hinfällt. Aber es ist doch gar keine Liebe, hast du mir gerade erklärt. Hat sie gesagt. Ja, schon. Was heißt das übrigens? Sie ist auch noch eine junge Frau von 39 Jahren und will versorgt werden? Oder was ist das für ein Argument? Ja, sie kann halt nicht mehr arbeiten gehen. Sie ist arbeitsunfähig. Was hat sie für eine Krankheit? Sie hat ganz schwer Rheuma. Also bei ihr ist es so, dass sich die Wirbelsäule auflöst. Mhm. Ja, und also die Ärzte schätzen, so in 2 Jahren sitzt sie im Rollstuhl. Mhm. Ja, und weiß das dein Ex-Freund? Ja, ja. Weiß er. Und er will halt auch unbedingt für sie da sein und machen und tun. Was glaubst du denn, was ihn dorthin getrieben hat zu deiner Mutter? Die Fürsorge. Also er möchte die Fürsorge ausüben. Mhm. Ich muss dazu sagen, er ist auch kein Deutscher. Mhm. Und woher kommt er? Aus Indien. Aus Indien? Mhm. Und meine Mutter macht halt alles für ihn. Also ich war zwischendurch mal da, habe sie mal besucht, weil ich gucken wollte, wie so das Verhältnis ist, ob sie vielleicht mit mir redet, aber sie tut so, als wenn es das Normalste der Welt ist. Hör mal, da kannst du hingehen und die besuchen? Das kannst du? Ja, ich will halt, ich würde ganz gerne eine Erklärung haben oder wenigstens mal ein klärendes Gespräch, weil das frisst mich seit einem Jahr so sehr auf, dass ich jetzt schon 10 Wochen im Krankenhaus war, auf einer psychosomatischen Station. Kannst du deinem Beruf nachgehen? Nein. Jetzt? Nein, ich bin arbeitsunfähig. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war Stylistin. Und das hat alles, vorher war das Leben eigentlich ganz normal? Und ja, dieser Vorfall hatte ich jetzt völlig aus dem Leben rausgerissen. Genau. Ich habe mich total abgeschottet, habe die Kontakte zu meinen Freunden fast bis auf eine total abgebrochen. Mhm. Und ja, bin dann teilweise so depressiv, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, mal mein Leben zu beenden. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich unfassbar empört bin, unglaublich empört über deine Mutter. Am allerschlimmsten über deine Mutter, über deinen Ex auch, aber über deine Mutter am allerschlimmsten, dass sie so etwas tut. Ja, das tut mir auch am meisten weh, einfach diese menschliche Enttäuschung von ihr. Das hätte ich nie erwartet. Auch du hast deine Mutter verloren und deinen zukünftigen Ehemann verloren. Ne? Ja. Jetzt warst du da und sie tut so, als wäre das ganz Normalste von der Welt. Ja, sie hat mich sogar noch gefragt, ob ich ihr nicht 8.000 Euro für die Hochzeit leihen kann. Ach so, ist ja unfassbar. Ja. Ist ja unglaublich. Also, aber was ist denn das für eine Frau, Mensch? Hat die denn, die hat ja null Sensibilität, null Unrechtsbewusstsein, oder? Anscheinend. Ich kann es auch nicht verstehen. Also auch die Freundin, mit der ich noch Kontakt habe, die schüttelt auch immer nur mit dem Kopf. Also, aber wenn du dann sowas erlebst, das ist ja wie eine Konfrontationstherapie, wenn du da hingehst und du sie so erlebst, hilft dir das denn nicht, zumindest in einer gewissen Weise richtigen Hass und Zorn auf sie, was ja auch eine Weile mal ganz gut ist, wenn man das empfindet, aufkommen zu lassen? Nein, ich weiß nicht, ob das an meiner Erziehung liegt oder so, aber ich bin auch sehr gläubig erzogen worden und ich wurde so erzogen, dass ich, ja, Familie, Mutter, Vater ist halt, ja, wie soll ich das sagen, da hat man halt Respekt vor. Diese Frau hat dich gläubig erzogen? Ja. Pfui, kann ich da nur sagen. Ja. Pfui, was sie da macht. Anscheinend. Also, aber ich finde, dass du das Recht hast, wirklich das Recht hast, diese Frau wirklich erstmal, irgendwann vielleicht soll man auch vergeben, aber erstmal wirklich tiefgründig zu verachten, finde ich. Aber ich habe dann immer so das Gefühl, als wenn ich mich so auf ihre Stufe herablassen würde. Und ich will ja auch nicht, ich habe dann auch das Gefühl, dass sie mit dieser ganzen Aktion vielleicht auch ein Stück weit gewinnt. Und ich versuche dagegen anzukämpfen, aber... Du warst ja schon in Psychotherapien sehr lange, in der psychosomatischen Klinik. Genau. Hast du denn da mit den Therapeuten so Strategien überlegt, wie du
von wie du damit los, von der, davon loskommen kannst? Das ging gar nicht, weil mein Misstrauen so weit ging, dass ich nicht mal weder Psychologen noch Ärzten vertraue. Mhm. Aber du hast hier angerufen und erzählst mir uns all dieses Unglück in relativ kompakt kurzer Zeit. Ja, weil ich hoffe, dass das ich will einfach, dass das nicht mehr so weitergeht. Mhm. Ich meine, irgendwas muss passieren, weil ich war lebensfroher Mensch. Ich habe alles gemacht und das heißt, du warst in der psychosomatischen Klinik und hast dich den Ärzten dort gar nicht richtig geöffnet? Nein, ich habe denen das zwar erzählt, aber ich habe zum Beispiel die Krankenakte jedes Mal verlangt, habe nachgeschaut und ja, habe alles nachkontrolliert. Das heißt, letztendlich hat das dann gar nicht viel gebracht? Nein, hat auch nicht. So, ich hoffe, dass jetzt das Gespräch mit meiner Psychologin was bringt, Jacqueline. Mhm. Erstmal finde ich ganz toll, dass du angerufen hast, weil ich glaube auch, das ist ein erster Schritt jetzt in eine andere und vielleicht auch gute Richtung für dich. Und du musst in gute psychotherapeutische Hände. Und dort müssen Strategien entwickelt werden, wie du mit all diesem fertig werden kannst. Mhm. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, bis morgen. Macht's gut. Tschüss. 2 Uhr, Rundfunk Berlin-Brandenburg, die Nachrichten. Bei einem israelischen Raketenangriff auf das umzingelte Flüchtlingslager